Spyrio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Zuschauerprojekt Diamant. Ja, wer das nicht kennt, das gibt's bei Miri auf dem Kanal hauptsächlich. Ich darf heute mal wieder eine Folge spielen und habe keine Ahnung, wo wir sind, welches Level wir haben. Ich weiß nur, dass ich in einem Kampf bin und jetzt erstmal gucken muss. Es ist schon, ich glaube, 10 Folgen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Das ist ja dann doch schon eine Menge und jetzt muss ich mit Migräne kämpfen gegen einen Zubat. Na, das ist ja wieder super. Ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Erstmal gucken, was wir für Pokémon haben. Guck mal, zum Beispiel ein Zubat, ne? Das sieht man jetzt schon. Haben wir noch nicht gefangen, aber ich glaube, das ist ein Trainerkampf, deswegen... Aua, brauche ich es gar nicht probieren. Wie anmaßend, versuch dich mal hier ran, du Kind. Hä, wieso redet die im Kampf? Okay, das Pokémon ist nicht das Richtige. Okay, wir haben Angelo, ein Luxtra, das ist cool. Unser Dummy. Den Vogel, Baloi, das Bisa und ein Zu... Hä, warum wird es dann nicht richtig angezeigt? Ist egal. So, ich glaube, wir holen lieber Luxtra gegen das blöde Zubat rein. Aber unsere Pokémon sind alle voll unterlevelt, ey. Ja, also, na, zumindest gegen den Kampf hier. Aua. Aus jetzt, hier, krieg Elektrolyse zurück hier, nicht Elektrolyse. Och nein, jetzt hat das noch nicht mal... Hat das noch nicht mal eine Elektroattacke? Warte, ist Ladevorgang eine Elektroattacke? Es ist keine Elektroattacke. Ach, verdammte Scheiße. Das gefällt mir überhaupt nicht. Lustig. Warum haben wir ein Luxtra, was noch nicht mal Elektroschock oder sonst was kann? Kann überhaupt irgendwas beißen kann. Na, immerhin schon mal. Oh, es hat gekrittet. Das hat sich gelohnt. Jetzt nicht töten. Lass meinen Angelo. Ha, ein KP. Komm schon, du bist schneller. Du bist schneller. Bitte mach es einfach weg. Boah, ich habe so Skill. So sehr. Super, wurde. Ich weiß auch gar nicht, wer vor mir aufgenommen hat. Ja, wer das sehen will, muss dann einfach mal in die, einfach mal vorbeigucken. Nein, der hat noch mehr. Wie Commander Jupiter. Ach du Scheiße, ich wusste nicht, dass er viele hat. Wo bin ich denn hier? Ja, auf jeden Fall, wer wissen will, wer vor mir aufgenommen hat und was los ist, guckt einfach mal in die Playlist rein, da kriegt ihr das mit. So ein Stunk-Tank. Oh, Team Stinkekopf. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt mal bei Miri vorbei. Die macht Mystery Dungeon und da ist Team Stinkekopf die Bösen. Also einer der Bösen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kreideschrei ist mir immer vollkommen egal. Los, Vogel. Dieses P da vorne, das macht mich schon ein bisschen... Bisschen dumm im Kopf, so ein bisschen. Gut, Kreideschrei, ist auch was Schlimmes. Verteidigung, ach, sinkt stark. Gar kein Problem, hör mal. Bitte töte schneller. Was passiert jetzt? Nein! Das ist eine Beere, blödes Vieh. Haben unsere Viecher auch schon nicht gefolgt? Nein, daneben. Hey, das ist gut, der hat schon zweimal verfehlt. Haben unsere Pokémon auch schon Items dabei? Ich bin nicht... Boah, ich hab's voll drauf. Voll gewonnen. Vogel, du bist der Held. Kriegst einfach nochmal Level up. Kann das eigentlich noch aufsteigen? Egal, Hauptsache, wir haben es geschafft. So, guck mal, an der Jupiter habe ich besiegt. Oh, eine Frau. Oh, hätte ich gewusst, dass sie so aussieht. Da hätte ich ja vielleicht mich ein bisschen netter verhalten. Hallo, Commander Jupiter. Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alten Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactica... Warte, fast nah dran. Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Und weg. Oh, ich hab mein Pipi zurück. Pipi, ja. Und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galactic, sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her damit. Was für eine krude Logik, als kämen sie selbst aus dem Weltall. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei. Oh, ich krieg ein Fahrrad, wenn du in der Nähe bist, ja? Gigafahrrad. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind. Ich hab Diamant nie gespielt, ne? Das ist also mein größtes Problem. Ich habe keinen Plan von gar nichts. Ich bin nämlich Balui. Aber Pokémon kann ich. Da bin ich Profi drin. War ich schon immer.
Ne? Wer mein Pokémon-Let's Play gesehen hat, was ich ganz seriös, immer ganz fleißig bringe. Ich bin so dumm. Reden wir nicht drüber. okay, wir haben das Ding hier befreit. Jetzt werden wir mal gucken. Warte mal, es gibt eine Map. Ja, es gibt eine Map. Da können wir jetzt mal reinschauen. Oh, warum ist denn Balui der VMs da? Ich finde das nicht lustig. Also, okay, es ist doch lustig, weil das Balui ist. Und nicht Dummi. Ich hatte schon fast gedacht. Aber trotzdem nicht so nett. So, wir kommen im Pokémon Center. Mach mal alles heile, bitte. Und jetzt gucken wir erstmal auf die Map, wo wir sind. Und wir müssen vor allen Dingen den Fahrradladen finden, weil wir wollen jetzt ein geiles Bike haben. Kein Bock mehr hier rum zu cruisen. Also will ich mal gucken, was wir für Pokémon schon gefangen haben. Vielleicht kann ich ja was austauschen. So. Was haben wir denn hier für Pokémon? Hat denn Items vielleicht schon Carpador gefangen? Das ist so peinlich. Wir haben vor allem ein Tanzverbot, der Manu und ApoRed. Wow, diese Namen. Ich bin beeindruckt. Vor allen Dingen Tanzverbot, ja. Warte, da darf ich jetzt nichts Falsches sagen. Sonst ist Tanzverbot nur mad. Und dann kriege ich ein Beef-Video, da habe ich keinen Bock drauf. Aber Tanzverbot ist ein süßes Pokémon. Pachirisu ist geil eigentlich. Aber gut, wow, ihr habt echt keine Pokémon gefangen. Ey, schämt euch einfach. Oh Mann, so. Hallo. Was ist denn die Taste für zurück? Verarschen? Ich komme mit der Steuerung nicht so. So, ah ja. Naja, also ich finde es echt immer traurig zu sehen, dass wenn die anderen spielen, sie immer kaum Pokémon fangen. Ich verstehe das gar nicht. Ich mache mir immer die Mühe. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Mühe. Hör auf, da rumzustöhnen. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie viele Orden haben wir denn schon? Orden haben wir. Steht hier nicht. Steht da echt nicht. Warum steht das da nicht? Okay. Map. Gib mir die Map. So komme ich da nicht hin. Wie war das denn noch? Da. So, wir sind hier überhaupt noch gar nicht weit. Du Scheiße. Na, das kann ja noch was werden. Naja. Gut, wir sind ja erst bei Folge 20. Haben wir ja noch Zeit. Aber jetzt suchen wir das Fahrrad. Den Fahrradladen. Hallo, wo gibt's Fahrräder? Da ist bestimmt Fahrräder vor. Oh, guck hier. Jetzt kriege ich ein Fahrrad und alle anderen dürfen das nicht. Hallo? Was hat Team Galaktik eigentlich mit den Pokémon anderer Leute vor? Ja, nix. Hallo, du. Kriege ich ein Fahrrad? Danke, dass du mich gerettet hast. Lass mir dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell. Bitte nimm es. Ich bestehe da drauf. Gisela erhält Fahrrad. Geil. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Nein, drücke den B-Knopf, um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, aber du hast alles unter Kontrolle. Im zweiten Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sehr schnell. Toll. Können wir da mal drüber reden, dass das so nicht funktioniert mit einem Fahrrad? Also demnächst, Leute, ne, habt ihr jetzt gelernt, einfach nur B drücken. Ja, kostet auch gar keine Anstrengung. So, wo ist denn das Fahrrad? Und wie setze ich das irgendwie auf eine... da. So, Fahrrad. Kommt jetzt erstmal auf Y. Kann ich das festlegen? Wie mache ich das denn? Registrieren! So, nice. Dann wollen wir doch mal gucken. Da ist es! Und jetzt den B-Knopf drücken. Hui. So, aber jetzt wohin? Okay, auf der Pokémon ein. Okay, das ist nicht so spannend hier. Das Problem ist, wo geht's jetzt hin mit dem Fahrrad? Wir gehen mal hier ins. Das ist bestimmt nicht richtig. Also ich weiß, unten in dieser komischen Höhle, wo man mit dem Fahrrad nur drüber kann, aber das wird's ja wohl nicht sein. Da muss ich ja wohl jetzt nicht hin. Aber nach rechts. Jetzt gucken wir doch nochmal schnell auf die Karte. Ich meine, ich könnte die Leute ja ärgern und einfach sonst wo hingehen, aber das wäre gemein. Das machen wir nicht. Ne, das machen wir nicht. So, nach rechts. Ja, okay, da können wir hin. Nach Route 211. Und dann kommt da irgendwann Elysis oder wie die Stadt heißt. Ja, da fahren wir da einfach mal hin. Scheiß drauf. Ich denke, das ist richtig. Hui! Oder hat einer unten ein Item verloren? Vergessen.
So, gucken wir mal. Ein Midi-Tee. Haben wir das schon gefangen? Nein, haben wir noch nicht gefangen. Ich finde das schlimm, dass die Leute das immer nicht fangen. Die verstehen einfach den Sinn von diesem Spiel nicht. Ich weiß nicht, es ist doch nicht der Sinn, nur 6 Pokémon zu fangen. Wobei, es lohnt sich wahrscheinlich nicht so sehr, weil das ja hier nur ein, ein Durchspielspiel ist auf einem, nicht auf einer Cartridge oder so. So, dass man da länger was von hätte. Aber ich werde, wenn ich ein gutes Pokémon finde, was ich behalten möchte, werde ich es benutzen. Ja, speichere halt noch mehr Energie, du Nervensäge. Komm, Kritte. Auch Migräne. Sei doch mal nützlich. Na ja. Au. Oh. Yo, one hit. Finde ich total fair. Was los, Katze? Miau. Piri. Warum hat Fluch nur Fragezeichen? Ach, ich versteh's nicht. Ist mir egal. Warum hat unsere ganzen Pokémon haben noch überhaupt gar keine geilen Attacken? Schon Level 20 und können noch nix. Aber die kommen vielleicht noch mit dem Level ein bisschen. Hoffe ich zumindest sehr. So, guck mal hier. Hallo, Günther. Ach, da, siehst du, Günther hat einen, mit dem haben wir also noch nicht gekämpft. Siehst du den Krater, Backgrounds? So riesig möchte ich auch eins sein. Ja, wo klaufst du denn deine Klamotten? Glaub mir, große Mode zu finden ist nicht einfach. Ein Wanderer Melvin. Ein Kleinstein. Schön, schick. Lass mich raten, wir setzen jetzt Luxtra instant ein. Ja, war klar, Angelo ist instant. Na, ist eine super tolle Idee. Aber wir haben ja eh nichts. Wir haben ja Luxtra, kann ja nichts. Kann ja nicht mal irgendwie. Oh, fuck. Ich hab das Gefühl, ich bin etwas überfordert heute. Das ist nicht so mein Tag hier mit dem Spielen. Irgendwie bin ich ziemlich dumm. Und irgendwie sterben meine Pokémon weg. Warum sind die alle so stark, ey? Ach komm schon, ja, mach noch mehr Intensität. Ja, läuft. Läuft. Das Kleinstein nimmt unser ganzes Team auseinander. Was soll's? Scheiß doch drauf. Hier, los, Rasierblatt. Bitte. Wäre schön, wenn du es töten würdest. Dankeschön. Ha, geschafft. Dann haben wir jetzt schon mal ein Pokémon weniger. Was kommt jetzt noch? Onyx. Ne, wir behalten das Team. Nein. Alles gut. Hallo, Onyx. Warum haben die alle so starke Pokémon schon? Ich glaube, unsere Leute waren einfach nicht... Die haben einfach nicht genug gelevelt. Sind nicht oft genug ins wilde Gras. Deswegen haben wir keine Pokémon. Deswegen haben wir keine genug XP. Nichts Überleveltes. Egal, ich mach das alles wett. Denn ich bin Balui. Habt ihr gesehen? Onyx One-Hit. Jetzt fühle ich mich wieder besser. Jetzt alles gut. Schön. Ach komm schon, Dummi hätte ja noch ein Level abkriegen können. Eine mächtige Erscheinung türmt sich vor mir auf. Oh, das bist ja du. Ja. Tut mir schon ein bisschen leid, ja. So. Wir setzen mal eben hier. Mit Dummi Zertrumerei. Dummi, oder? Das arme Pokémon. Hey du, Ursel. Oder wie heißt du? Sieh dir nur diese wundervollen Schwingen an. Was kommt jetzt? Ach, die ist eine Vogelfängerin. Petronia. Und sie hat einen Huthut. Huthut. Schönes Pokémon. Wir haben ein Elektro-Pokémon, was keine Elektro-Attacke kann und noch 3 KP hat. Wow. Ich denke, du gehst mal nach Hause. Daddy Cool ist auch ein schöner Name. So, komm schon, Dummi. Dieses komische Gesichte. Ich werde es nie verstehen. Wer braucht das denn? So, erstmal Fluch einsetzen. Ich wollte schon mal... Nein!
Ah, dumm hier eingeschläfert. Ach, du blöde Eule. Entschuldigung. Los, wach auf. Hallo. Dummi wacht auf, das ist schon mal gut. Ach, okay, das war das. Na, ob das super ist? Egal. Nein! Ach, hör doch auf, mich schon wieder eingeschläfert. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Die Folge ist jetzt hier zu Ende. Wenn ihr wissen wollt, wer als nächstes damit umgeht, während Dummi tief und fest schläft, dann guckt einfach in der Playlist nach. Da seht ihr dann, wer als nächstes dran ist und wie er vor allem mit der Situation umgeht. Ansonsten kann ich nur sagen, guckt bei Miri vorbei. Die macht ja das ganze Projekt und steuert das Ganze, hat also deutlich mehr Folgen als alle anderen. Immer mal vorbeigucken. Und da bin ich auch bei Mystery Dungeon mit ihr dabei. Da helfe ich ihr und... Na, da helfe ich ihr nicht. Ich laber nur dummes Zeug. Aber wir arbeiten halt zusammen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss.